Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gierenden Freunde. Ich bin in der Schweiz wie angekündigt angekommen. Wir befinden uns gerade beim Shooting, also man sieht vielleicht das Aufblitzen nebenbei. Janis wird gerade ein bisschen abfotografiert. Ich habe den lieben Enes neben mir, den ich dieses Jahr auch vorbereitet habe. Oder noch, wir sind noch in der Vorbereitung. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dich so ein bisschen einordnen können. Gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Enis, ich bin 23 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Betreibe den Sport jetzt seit ungefähr 8 Jahren, sind es schon, ja. Und bin in dieser Zeit schon zweimal an den Start gegangen. Das war 2014 und 2016. Konnte mir da den Schweizer Meistertitel in der Junioren- und der Teenage-Klasse erobern und dann schließlich noch den Weltmeistertitel. Ja. Wie alt warst du da? Das war ich. 2014 war ich frisch 17 geworden und 2016 18. Stabil. Mit 17. Wie lange hast du trainiert? In dem Zeitpunkt? Beim ersten Wettkampf. Mit 17 jetzt? Also wann hast du angefangen? Knapp 2 Jahre. Also richtig im Gym waren es knapp 2 Jahre. Dafür sah es aber gut aus. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Ja, dieses Jahr auf jeden Fall in Angriff genommen, die SMBF und dann, wenn alles so kommt, wie wir uns das vorstellen, dann noch die WMBF in Las Vegas. Wie hast du jetzt selbst die Prep wahrgenommen? Also gut durchgekommen, schlecht durchgekommen, Probleme gehabt? Also vielleicht so erstmal sicher viel, viel besser als die Preps 2014 und 2016. Also wir sind ja da ein bisschen aggressiver gestartet, sage ich jetzt mal, mit einem höheren Defizit. Ich denke, wir sind auch besser durchgekommen, als wir beide gedacht haben. Also so vor allem am Anfang. Und dazu muss man sagen, vielleicht um da so ein bisschen die Aussage einzuordnen, ich meinte zu Ines, hätte es ein bisschen früher kommen können. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen stramm machen, weil ich habe ihn am Anfang schon noch ein bisschen fetter eingeschätzt, als es am Ende tatsächlich war, was uns wahrscheinlich zugute gekommen ist. Ja, klar. Klar, war auch ein bisschen spontan so, dass ich mich entschieden habe zu starten. Aber wir haben uns da auch schnell in eine sehr gute Ausgangslage gebracht, sage ich jetzt mal. Ja, also dann gingen die Kalorien noch rauf, bis auf 3000 Kalorien. Und die Form wurde besser, das Gewicht ging trotzdem runter und ja. Also verrückt. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie das hier in der Schweiz abläuft, da essen die Athleten, ja, das schaut schon, die essen alle über 3000 Kilokalorien am Ende der Diät und in Deutschland hungern sie mit 2000 und weniger. Ja, ja, auf jeden Fall, also ich bin auch der Meinung, wir sind gut bis hierhin auf jeden Fall erstmal gekommen. Wir befinden uns jetzt 2 Tage vor dem Wettkampf, haben jetzt angefangen zu laden. Wie ist das Empfinden jetzt so nach den ersten Ladetagen? Muss wahrscheinlich noch ein bisschen was in den Kanal rein. Ne? Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass von gestern, von den 900 Gramm Carbs ungefähr, dass viel angekommen ist. Das kannst du vielleicht besser beurteilen jetzt beim Formcheck dann. Aber ja, also wenn nötig, dann gehen wir da auf, oder? Seht ihr ja nebenbei auch, wie die Form aktuell aussieht. Da muss man sagen, wir schieben da noch einiges nach, also bis zum Wettkampf wird da wahrscheinlich noch ordentlich Volumen mit reinkommen. Auf der Bühne kommt natürlich noch Farbe etc. dazu. Da wird dann erst die finale Endform präsentiert. Ist immer so ein bisschen schwierig, man möchte sich vorher immer nicht so wirklich zeigen, das kenne ich auch. Also am liebsten würde man erst so zum Wettkampf hin, selbst Tag X, dann tatsächlich seine Form präsentieren. Aber ich denke mal, für euch ist das auch spannend zu sehen, wie die Athleten so kurz vorher im Prozess aussehen, wie sich der Körper halt verändert. Weil das macht häufig schon einen relativ großen Sprung aus, will ich mal behaupten. Wenn du einen Tipp hast jetzt, nachdem du jetzt auch schon mehr als eine Prep gemacht hast, jetzt in der aktuellen Prep noch befindest, was wäre so dein Top-Tipp für andere Athleten, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mal eine stramme Diät machen, ich möchte mal ordentlich runtergehen, muss jetzt nicht unbedingt ein Wettkampf sein, oder eben eine Wettkampfdiät machen, was war so dein Top-Tipp, um gut durch die Diät zu kommen, oder was hat dir gut geholfen? Also, da auf einen Tipp zu reduzieren, ist noch schwer, finde ich, aber ganz klar, genug Zeit einplanen. Also, wenn du genug Zeit einplanst für die Diät, für den Wettkampf-Diät,
dann wirst du weniger Stress haben, du wirst dich am Schluss nicht so quälen müssen mit 1500 bis 1000 oder bis 2000 Kalorien. Und ja, ich denke, die Diät, die läuft auch viel gemütlicher. Also war es zumindest bei mir. Und ja. Schon interessant, obwohl wir ja eigentlich so auf dem Trip waren, okay, könnte ein bisschen eng werden, hat jetzt gut funktioniert, hatten wir tatsächlich genug Zeit. Da würde ich aber vollkommen mitgehen. Also lieber ein bisschen mehr Zeit im Zweifel einplanen. Ja, definitiv. Da könnt ihr eher noch ein bisschen mehr mit Diet Breaks oder so arbeiten, euch eine Woche länger Zeit lassen. Hatten wir ja auch. Wir haben ja mehr Diet Breaks letzten Endes gemacht, als wir ursprünglich geplant haben, damit du nicht zu früh, zu schnell ready bist, weil das könnte halt auch kontraproduktiv sein, wenn ihr, ja, keine Ahnung, 8 Wochen vorher eure Endhärte habt und die dann noch halten müsst. Das kann euch auch ordentlich wegcatchen. Nein, also von der Warte her war das super. Also ich hätte nichts anders gemacht, muss ich sagen. Und ich habe mich vielleicht noch zum Thema, wie die Prep so gelaufen ist, ich habe mich auch viel besser gefühlt. Ich konnte die Kraft im Gym viel besser halten. Food Focus, was vielleicht auch mit dem Diet Break zusammenhängt, habe ich auch jetzt 2 Tage vor dem Wettkampf gleich 0. Und ja, also von dem her ist die Prep für mich optimal gelaufen, finde ich. Firmware bekommt er dann später dafür. Ja, genau. Aber ich glaube, so ein bisschen Erfahrung natürlich spielt auch zusätzlich mit rein. Wenn du nicht das erste Mal am Start bist mit der Prep, sondern das ganze Geplänkel schon mal durchgemacht hast. Ja, ich bin auf jeden Fall bis dato vollends zufrieden, wie es gelaufen ist. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch sicher in den Hafen reinbringen, wie man hineinfahren, wie man so schön sagt, so ungefähr zumindest. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video mit Enes gefallen. Verfolgt auf jeden Fall die kommenden Videos bei mir auf dem Channel, bei Janis auf dem Channel zur SMBF. Und dann entsprechend auch für die potenzielle weitere Vorbereitung, wenn es mit der SMBF jetzt gut läuft. Ne? Ich hoffe, euch hat der Formcheck gefallen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos.